Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Teil von meinem Goldtagebuch. Heute wollen wir reinschauen, wo mein Gold abgeblieben ist. Wir haben quasi heute den Teil Tela und das verlorene Gold. Ich habe nämlich irgendwie einiges Gold, ist mir abhanden gekommen. Und ich hoffe, dass wir jetzt da im Briefkasten das ein oder andere finden werden. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben hier so eine kleine Tabelle. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht zu arg geblendet. Und wir hatten ja vor Patch 9.1 waren wir ja um die 60 Millionen. Ne? Dann haben wir einen Haufen in Legendaries investiert und in andere Sachen. Unter anderem in Hornbalk. Ich habe für knappe 9 Millionen Gold Hornbalk gekauft gehabt, schwere Hornbalk. So zwischen 400 und 600 Gold habe ich den eingekauft. Dann hat sich der Preis halbiert und jetzt ist er halt noch 300 Gold wert. Heißt, wir ist halt so ein bisschen, ne, schlecht gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir einfach mal knappe 9 Millionen Gold halbiert, also 4,5 sind halt so ein Gulli rein. Aber wir regen uns nicht auf, alles easy. Ja, aber das hatten wir, dieser Loss war das letzte Mal schon. Und dann waren wir ja nach einer Woche, also nach 4 Wochen, oder waren es, ne, jetzt doch, es waren glaube ich 4 Wochen, von 9.1 waren wir dann von 5,9 auf 5,5 runter, also ein bisschen Minus gemacht, unter anderem durch die 8,5 oder 9 Millionen, je nachdem wie viel es waren, aber hatten ja einen Item-Value, ich habe ja die ganzen Legendaries alle hergestellt mit den Berufen, von 14 Millionen im Auktionshaus, also dachte ich mir so, okay, im Endeffekt bist du eigentlich schon im Plus, weil du ja diesen großen Item-Value hast, den du davor nicht hattest und noch theoretisch diese komische Hornbike-Geschichte, die halt in die Hosen gegangen ist, aber darüber reden wir nicht. Ja, jetzt sind wieder sind 4 Wochen vergangen, es hat sich ein bisschen was getan. Und aktuell, bevor ich jetzt die Postkästen ausgeleert habe, haben wir hier auf dem Account 3,3 Millionen noch rumliegen. Und auf dem anderen Account sind wir bei 29 Millionen. Ich habe meinen Taschenrechner schon bemüht und der hat mir ausgerechnet, wir haben noch liquides Gold von 32 Millionen. Heißt, es sind irgendwie so ein bisschen über 20 Millionen verloren gegangen. Die müssen wir jetzt wieder eintreiben. Es sind ein paar Sachen passiert. Ich habe ein bisschen was investiert auch, wieder mal. Ich habe Berufe hochgeskillt und ich habe mit meinem Main den Server geswitcht. Hat einfach den Hintergrund, da ich mir einen anderen Raid gesucht habe, der halt mythic-technisch auf jeden Fall weiter progressed. Ne? Und ja, dementsprechend bin ich da einmal geswappt mit meinem Main auf Blackmoor. Und das ist Raid-technisch eine gute Sache, weil wir jetzt beim 8. Mythic-Boss sind, aber Gold-technisch ist es keine gute Sache, weil die ganzen Items hier noch beschissen niedriger vom Wert sind, wie auf Blackmoor. Ich konnte nur 1 Million Gold mitnehmen, wie auf Antonidas, so rum. Also Blackmoor hat deutlich niedrigere Preise als auf Antonidas und ich dachte, auf Antonidas ist halt schon schlecht. Genau, also wenn wir jetzt hier mal reingucken, ich habe die Legendaries of Antonidas für immer 120k verkauft. Hier sind die Rang, seht ihr? Die Rang 6 Teile, teilweise bei 50k, ja. Jetzt muss ich natürlich zugeben, dass die Quartier-Kristalle auch noch gedroppt sind. Und zwar um ein gutes Stück, ja. Wenn wir jetzt mal gucken, oder wir können einfach Quartier eingeben. Quartier-Kristall, hier haben wir es. Die sind von knappen 2k Gold. Diese jetzt, die vor 2 Wochen oder so noch waren, sind sie runtergegangen, so langsam auf 18, 17, 1600, 1500 waren sie. Und dann hat Blizzard auch noch irgendwas gepatcht, dass die, glaube ich, jetzt noch mehr droppen. Teilweise kriegst du jetzt von den Dailies in Quartier nicht 2 Kristalle, sondern 3. Und dementsprechend, ja, sind sie dann, also sie waren auf 1500, dann sind sie irgendwie so krass, also auch auf Antonidas, runtergedroppt auf 700, 600, 500 Gold, wie sie jetzt sind. Heißt, ja, wenn die jetzt so auf, sagen wir mal, für 600 kriegst du die mal 40, dann hast du halt, dann hast du fürs Upgrade-Item 24k, du 1,5 musst du noch zusätzlich zahlen, hast du 25,5 und wenn du dann so ein Teil noch baust, aber die kosten halt, Mattkosten auch 30k, ja, dann bist du mit 55 vielleicht grad so, dass du auf Break-Even bist, ne, also nicht, dass du da noch Gewinn machst, sondern da bist du halt eher wahrscheinlich sogar noch ein Minus, weil du den Auktionshaus-Cut von 5% ja noch berechnen musst. Gut, heißt auf jeden Fall, hier sind die Preise ein bisschen am Sack. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an, hier ein bisschen Postkasten aufzumachen und schauen wir mal, ob wir die, ja, weiß ich nicht,
25 Millionen, die mir abhanden gekommen sind, ob wir die wieder reinholen können. Ich glaube nicht, dass wir ins Plus kommen, denn ich habe auch noch ein bisschen Gold investiert für Berufe, Level und andere Geschichten, aber da werden wir gleich noch zu kommen. Ich würde sagen, wir fangen mal an, hier bei meinem Monk. Mit dem habe ich ja sowohl Schneider-Sachen verkauft, als auch teilweise Leder- und Schmiedesachen von meinem Main. Ich habe jetzt die meisten Sachen vorm Trans tatsächlich noch dem geschickt, die ich noch hatte, dass ich die mit dem weiterverkaufen konnte. Denn du hast ja ein bisschen Platzproblem, ne? Also hier einfach in der Bank habe ich schon sehr viel für Leder ausgegeben. Dann habe ich hier noch alles mit Legendaries voll gehabt. Aber so viel konnte ich halt leider nicht mitnehmen. Der Trans war halt so ein bisschen von heute auf morgen, ne, zwecks Testrate und so. Ich war dann zwar trotzdem einen Tag, weil es irgendwie rumgespackt hat, im Trans festgehangen, aber eigentlich war halt der Plan Trans halbe Stunde, was meistens dauert, und dann raid ich am Abend mit. Das hat aber leider nicht geklappt, weil, ne, Blizzard da irgendwie Faxen gemacht hat. Egal. Jetzt machen wir den Postkasten auf und schauen, was wir rausgezogen haben. Bei dem haben wir jetzt hier 4 Millionen rumliegen und im Postkasten, wisst ihr, was wir machen? Wir schicken diese 4 Millionen gleich schon mal weg zu einem anderen Char, der jetzt vielleicht nicht gerade Cap rumliegen hat. Wer hat kein Cap rumliegen? Wir können es eigentlich zu meinem Telar-Char schicken, ne? Ja, der. Können wir es da hinschicken, passt. Kriegt der mal die 4150, dann sehen wir hier ein bisschen besser, was wir rausgezogen haben. Char ist richtig, oder? Ja. Es wäre jetzt bitter gewesen, wenn ich noch mehr Gold verloren hätte. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal hier auf, dass wir uns das ein bisschen besser angucken können. Ziehe ich mir den Chat hier auch mal rüber. Und dann schauen wir mal, was wir da so drin haben. Also die meisten Sachen, seht ihr hier, das sind Schmiedesachen. Ein bisschen Stoff ist hier auch dabei. Das sind hauptsächlich Legendaries. Sowohl die Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, als auch Schmiedesachen, Leder, schwere Rüstung, Stoff von den 200er Item-Level Sachen, beziehungsweise 230er auch noch. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ich habe jetzt mit dem Twink hier extra noch den Ruf bei dieser Courtier-Fraktion gefarmt. Und zwar, wie heißt sie, diese Codex-Fraktion, ne? Ich habe den auf Rang 4 hochgebastelt, um dementsprechend dann diese 230er-Teile auch bei Stoff herstellen zu können. Und ich habe mit dem noch Schmied ja auch gelevelt gehabt. Und jetzt kann ich die 230er-Teile auch mit dem beim Schmied herstellen. Davor hatte ich es ja auf dem Main, der ist aber jetzt halt nicht mehr auf Antonidas. Und dementsprechend, ja, musste ich das nochmal gucken. Was ich auch gemacht habe, ich habe mir dann meinen Hunter noch geschnappt, mit dem habe ich Juve noch hochgeskillt, habe da auch nochmal die ganzen Legendaries und so gebaut, und dem habe ich auch heute tatsächlich den Ruf hochgeballert für, sagt's mir, den Ruf auch bei der Codex-Faktion, auch auf Stufe 4, dass der auch die 230er-Teile herstellen kann. Jetzt muss ich aber noch einen Lederer mir nachziehen, wahrscheinlich werde ich bei dem, bei meinem Hunter da einmal das verlernen und dementsprechend, also wahrscheinlich Schmied verlernen und dann nochmal da Lederer mit dazu nehmen. So, jetzt sind wir hier einmal am Cap. 10 Millionen haben wir auf jeden Fall rausgezogen, das ist gut. Aber wie gesagt, wir sind ja 20 Millionen im Minus, dementsprechend. Oh, warte mal, da ist nochmal ein halbes Cap drin? Vielleicht holen wir das Gold doch zurück. Das wäre doch schön. Vielleicht holen wir es doch zurück. Jetzt müssen wir erstmal einmal Goldcap irgendwo hinbasteln. Ja, welcher Char kriegt das? Ich könnte es auf meinen Hexer hauen, oder? Auf den, wo ich dieses Goldprojekt gemacht habe mit den Hornbike. Warte mal, was hat der Hexer rum? Ah, nee, der Hexer, der steht im Nirvana, ne? Den habe ich wo abgestellt. Dem kann ich keine 8 Millionen. Dem kann ich 700... Machen wir es mal so. 7,9 machen wir auf den Hexer mal. Hexer. Oder... Ich schicke die... wie viel haben wir jetzt rübergeschickt? Auf dem einen haben wir 4 rübergeschickt, ne? Dann kann ich ja nochmal... Schicken wir mal nochmal an den anderen Täler. Obwohl, da muss ich nachher auch noch was aufmachen. Nee, komm, wir schicken es an den Hexer, scheiß drauf. Ich habe den Rahmen jetzt schon richtig getippt. Nicht, dass ein Goldcap oder nahezu ins Nirvana abdriftet. Das wird mich tatsächlich ein bisschen ärgern. Okay.
Also, haben wir nochmal 7 Millionen weggeschickt. Und hier sind auch nochmal ganz gut was drin. Hier ist auch nochmal knappes Cap drin. Ja, da sind jetzt, hier waren die Preise noch höher. Seht ihr das? Da habe ich teilweise ein 130k für einen Legendary Base Teil gekriegt. Das ist halt alles jetzt übelst runtergedroppt. Also da kam tatsächlich noch ein bisschen mehr rum. Machen wir es nochmal voll? Ja, wir machen nochmal ein Cap voll. Okay, eventuell haben wir mein Loss doch ausgebügelt. Da war jetzt tatsächlich mehr drin, als ich dachte. Wie viel habe ich jetzt weggeschickt? Ich habe, gut, 4 Millionen habe ich weggeschickt. Die hatten wir vorher schon. Dann habe ich jetzt knappe 8 weggeschickt. Nochmal. Ja, doch fast 20 Millionen, ne? Da sind auch nochmal 1,5 drin. Ja, doch, haben wir fast 20 Millionen mit dem reingeholt. Aber das ist noch nicht, da haben wir es noch nicht ganz rausgeholt. Dann schicken wir das auf den Teller noch. Schicken wir jetzt hier nochmal 2 rüber. Das müsste ja reichen, ne? Mit dem muss ich dann wieder einiges craften. Dann lasse ich das restliche hier. Nehmen wir das noch raus. Okidoki. Ja, okay, war doch mehr drin, als ich tatsächlich dachte. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Okay, jetzt machen wir das mal wieder ein bisschen kleiner hier. Ich muss meine Addons mal ein bisschen umstellen. Vielleicht kommen wir doch in einen positiven Bereich, ne? Gut. Also ich kann euch das mal zeigen, was ich gerade erzählt habe. Hier, ich habe mit dem die Fraktion noch hochgeballert. Das irgendwie das Gute ist, diese Teile hier, ne, wo du eigentlich Rang 6 brauchst, die konnte ich trotzdem, also mit dem Hunter, mit dem Monk habe ich es noch nicht gecheckt gehabt, konnte ich trotzdem aufmachen. Anscheinend ist das accountweit, ne? Also wenn ihr euch den Ruf hochballern wollt, ihr müsst gar nicht viel farmen mit einem Twink für Rang 4, für die 230er Items, schlichtweg, weil ihr diese ganzen Questteile mitnehmen könnt. Ihr habt 4 normal rumliegen, 4 in den Schatzkisten, haben wir 8, 4 in den in diesen Portalen, ne, in den 2, sind jeweils 2 drin, haben wir 12, 4 in dem Rift-Teil, haben wir 16 und die 3 könnt ihr auch noch aufmachen, anscheinend sind es 19, ne, und ihr kriegt durch alle 500 Ruf durch die, ne, also ihr kriegt fast 10.000 Ruf nur durch diese Quests, die ihr einfach aufklauben könnt, und das reicht eigentlich. Okay, ein bisschen mehr braucht ihr dann, aber wenn ihr die Quests und die Sachen macht, dann kriegt ihr auch diese Ressourcen und kommt mit dem Twink sehr schnell auf Rang 4, ohne dass ihr viel hier farmen müsst. Das hatte ich auch unterschätzt, ne? Das ging dann relativ, relativ zügig. So, jetzt locken wir mal kurz um. Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem Main rein. Jetzt nehmen wir erstmal beim Hexer das Gold nochmal raus, hätte ich gesagt. Also die 4 Chars müssen wir jetzt dann einmal. Und derweil schauen wir jetzt kurz hier bei meinem Main rein. Und zwar habe ich, wie gesagt, hier geswitcht. Und hier auf Blackmore sind ja die Preise ein bisschen am Sack. Aber dafür sind jetzt auch die Courtier-Kristalle relativ günstig. Hier habe ich jetzt nur 300 Sachen drin. Ich habe jetzt vor einer Woche geswitcht. Das sind nicht alle Verkäufe, die ich in der Woche hatte. Ich hatte mehr. Aber ich musste das Gold rausnehmen, weil ich nichts mehr craften konnte, ne? Also ich musste rausnehmen, dass ich wieder neue Sachen crafte. Hier sind aber nicht nur hohe Sachen drin, sondern ich habe halt nur einen Ali-Char jetzt hier auf Blackmore. Und dementsprechend muss ich ja halt diesen Kackzeug auch verkaufen. Ich bin zwar am Überlegen, ob ich mir einen Bank-Char mache, aber auf dem Main-Account habe ich halt fast keine Char-Slots mehr, ne? Ich glaube, ich bin irgendwie bei 48 oder 49 Chars und 50 ist halt Max, ne? Und weiß ich nicht, ob ich da den einen Slot für verwenden will. Mal gucken, jetzt ist halt hier aller möglicher Rotz drin. Wir können auch hier einmal schauen. Und zwar, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Aber da müssten die Preise wesentlich günstiger sein. Ziehen wir es einen Ticken hoch. Ja, ihr seht hier, sind halt die 230er, die 200er Items drin, ne? Legendaries sind zwischendrin schon auch dabei. Und halt viel so Rotz, ne? Also dann irgendwie Arcana Foliant. Ich war letztens in Mechagon. Ne, nicht Mechagon, in Mechanar, so rum. Hab ein bisschen Transmog noch gefarmt. Nicht, um irgendwas zu verkaufen, sondern halt für mich selber, ne? So, dachte ich mir, komm, da guckst du mal. Und ja, aber das sind ziemlich viele Kleinbeträge hier leider. Die 200er Sachen, die verkaufen sich halbwegs okay, ne? Aber da ist halt,
Da ist halt nicht viel Gewinn dran, tatsächlich. Und ein Legendary ist im Moment auch nicht. Ich muss jetzt allgemein schauen, was ich hier auf dem Server noch groß machen kann. Achso, warte mal. Wir müssen jetzt kurz gucken. Auf dem haben wir eingeloggt. Jetzt können wir da wieder ausloggen. Halt, nee, warte mal. Ich muss das Gold noch aus dem Ding nehmen. Aus dem Postkasten, sonst zählt er mir das nicht mit, ne? Ja. Mist, ich habe dem 1 Million zu wenig geschickt, ne? Ich hätte ihm 8, irgendwas schicken sollen. Ach, Mist. Was, warum ich das doppelt rausziehe, ich finde es, im Chat sieht man es besser, im Briefkasten, da rattert so komisch mit, das ist ein bisschen blöd. Da sieht man es, finde ich, nicht so gut. Ich finde, im Chat ist es besser, weil hier rattert es dann immer nach oben. Okay, was war das jetzt? Das waren jetzt knappe 2,1, ne, aber wie gesagt, das war jetzt nicht so viel. Aber jetzt haben wir da auch schon wieder ein bisschen Plus gemacht. Und ja, jetzt muss ich halt schauen. Übrigens, was ich noch zeigen kann, dann machen wir als erstes noch den Char hier und dann gehen wir noch auf den Hunter. Ich habe mir jetzt ein Addon geholt, das nennt sich Legendary Stock Tracker und mit dem hier kannst du relativ schön sehen, wie die einzelnen Sachen performen, ne, zwecks Gewinn. Und ja, gut, hier siehst du, dass einiges ziemlich am Sack ist, ja. Anscheinend sollen irgendwie Rang 4 und Rang 3 relativ gut sein. Man kann sich hier auch Rang 1 und 2 einstellen, aber das rentiert sich halt meistens nicht. Ich weiß gar nicht, warum das so krass performt. Tatsächlich. Und dann kannst du dir die ganzen Berufe angucken und du kannst hierbei auffüllen, die Sachen auch craften dann einzeln, ne? Aber wahrscheinlich müsste ich jetzt einmal kurz im AH hier meine Aktion einmal angucken. Und dann musst du auch am besten immer einmal die Berufe, also es zieht sich über TSM, die Werte einmal anklicken und dann scannt er sich das raus und ermittelt quasi, was rentiert sich nicht, ne? Und dann sagt er dir auch, was du craften sollst. Hier zum Beispiel, die Sachen kann ich dann noch craften, ne? Dann kannst du auch einstellen, wie viele nachgecraftet werden sollen, wie viel Gewinn. Gewinn als Prozent, also ich will 8% Gewinn machen, Minimum 5% fällt ja eh schon mal vom Cut weg, ne, vom Aktionshaus, dann sind es noch ein paar Prozent auf jeden Fall drin, man könnte auch 10 machen, dann hat man 5% Gewinn, aber ja, da kann man sich so ein bisschen einstellen und dann kann man hier, wenn man auf Craften drückt, das nach und nach herstellen, ist ganz praktisch, ist halt bloß, jetzt hat er mir hier die Rang 2 und 1 Dinger reingemacht, die will ich aber, naja, kann man schon auch machen, aber die verkaufen sich halt eigentlich nicht so gut. Ja, aber ihr seht schon, Blackmore, Rang 4 und 5, ist halt alles im Minus, tutti completi. Das ist crazy. Das ist crazy. Naja, so, jetzt gucken wir mal auf dem Twink hier. Jetzt nehmen wir das Gold, was ich rübergeschickt habe, raus. Wir haben einmal 4 Millionen geschickt und einmal 2. Dann sind wir jetzt hier schon wieder bei 3 und 40, beziehungsweise da, wie viel sind wir denn jetzt wieder? Jetzt haben wir hier 48 und hier haben wir jetzt 5,4. Dann haben wir auf jeden Fall schon wieder über 50, ne? Ja gut, okay, vielleicht sind wir gar nicht so dreckig im Minus. Okay, 55 waren das letzte Mal. Gut, jetzt habe ich hier noch auf Antonidas meinen Anführungszeichen Crap-Verkaufschar, da können wir jetzt auch nochmal gucken. Da verkaufe ich halt alles, was ich halt krieg und halt irgendein Rotz ist. Schau mal, wir haben irgendein Muster verkauft. Rotes Arbeiterhemd, also ein Muster, für 116.000 Gold. Was war denn das für ein Ding? Ist das selten? Also im Normalfall, ihr seht, das sind halt alles mögliche Kacksachen, ne? Und manche Sachen sind aber halt was wert, ne? Jetzt können wir hier mal gucken, was wir da noch rausziehen. Achso, die 2, irgendwas Millionen müssen wir halt abziehen, ne? 6,1 oder so waren es, ne? Mal gucken, was wir hier jetzt noch rausziehen. Ob da irgendwas Krasses dabei ist. Also das eine Hemd, das war auf jeden Fall eine krasse Angelegenheit. Anscheinend irgendein Rezept für 116.000 verkauft.
Aber seht ihr, das ist halt 90% irgend so ein Kleinscheiß, ne? Das sind die Fische, die Erze, die ganzen Sachen, die man hier ständig kriegt. Ich habe auch einige Transmog-Geschichten dabei. Und, also die ich halt schon ewig habe, ne? Also teilweise Transmog, die so 2 Jahren immer mal wieder ins Auktionshaus schmeißt. Das habe ich halt alles auf den Char und das wird immer und immer mal wieder reingeschmissen. Und ab und an verkauft sich mal was, ne? Also wahrscheinlich dieses Rezept habe ich bestimmt auch schon ein Jahr oder länger. Und, da, ja. Naja, irgendwann kriegst du es weg, ne? Zwischendrin sind hier auch, ja gut, ich habe ein paar Quartier-Kristalle verkauft, die waren dann auch noch ein bisschen mehr. Aber sonst, was haben wir hier? Hier immer irgendwie eine Waffe. Ach, Waffe, außergewöhnliche Vielseitigkeit. Habe ich da eine VZ hergestellt? Stimmt, ich habe letztens VZ geskillt, weil ich mit meinem Monk, den ihr vorher gerade gesehen habt, da, mit dem hatte ich VZ auf Max und mit dem habe ich mir immer diese Dingsstahlbahn hergestellt, ne? Oh, schau mal, hier haben wir ein Pad verkauft für 33k. Das ist auch ein bisschen mehr zumindest. Da eine Seelenbrisenhummel für 7k, das ist ein Pad. Was ich sagen wollte, ich habe da, ich habe mit dem umgeskillt auf Schmied, dass ich mir günstiger die Legendary Upgrade-Teile herstellen kann, ne? Weil dieses Legendary Upgrade-Teil, das ist immer das gleiche. Du kannst dir mit einem Beruf das herstellen und es beim anderen benutzen. Das funktioniert. Und wenn du beim einen Beruf halt irgendwie für das Upgrade-Ding das fast das Doppelte zahlst wie beim anderen Beruf, macht es halt viel mehr Sinn, das bei dem billigsten herzustellen, mit dem anderen halt zu benutzen. Ne? Dann sparst du dir halt bei jedem Legendary-Teil einen Haufen. Deswegen habe ich mir Schmied geholt. Gut, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen was rausgezogen. Wir waren, glaube ich, bei dem, was wir rübergeschickt haben, bei 6,1. Jetzt haben wir 6,8, ne? Also nochmal so 700.000 über Crap-Zeug, ne? Wie gesagt, habt ihr gesehen, das sind halt hauptsächlich die aktuellen Mats, ein paar Transmog-Sachen, ein paar Rezepte und so ein Case. So nach und nach werde ich die Sachen los. Ich kann euch mal zeigen, was ich hier noch drin habe. Also das ist ein Haufen Mats und hier sind halt Transmog-Sachen. Natürlich kriege ich das Zeug nicht für 1 Million weg, ne? Das sind halt falsche TSM-Daten, aber ich tue das alles über TSM automatisch reinhauen. Also das ist so ein Haufen Mistzeug, dass ich da jetzt nicht selber die Preise raussuche. Da sind halt manche Sachen noch falsch drin, ne? Wahrscheinlich werden die nie verkauft. Also es ist halt Transmog und Matt-Gedöns. Aber naja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? 700k nochmal mit dem Kack gemacht. Kann man machen. So, dann locken wir jetzt hier nochmal weiter zu meinem Juwe-Char. Und zwar habe ich mit einem Char Juwe erlernt. Und das ist hier mein Hunter. Und mit dem habe ich dann erst, also ich habe sowohl Juwe als auch Schmied erlernt mit dem. Auch, dass ich diese Legendary Upgrade-Teile wieder günstiger herstellen kann. Und ich muss sagen, Juwe wird sehr gut nachgefragt. Da werden gut Sachen verkauft, aber du hast extreme Mattkosten, ne? Also diese Juwe-Matts, also allein schon für den Ring Rang 4, wo du noch gar keine Quartier-Kristalle brauchst, da bist du einfach schon bei Mattkosten von 50.000, 60.000 Gold, schlichtweg, weil diese, ich glaube, das sind Essenzen oder was es auch immer ist, wie die Dinger auch heißen, die sind einfach so teuer, da kostet teilweise eine Essenz zwischen 500 und 1000 Gold, ne? Und du brauchst halt irgendwie 40 oder so. Und da und dann halt von zweierlei 40, ne? Und wenn du dann noch die Quartier-Kristalle so teuer hast, dann bist du gleich mal bei Herstellkosten von 150k für einen Legendary, ne? Und da hast du noch keinen Gewinn gemacht. Also das war dann auch eine teurere Sache zu skillen tatsächlich. Genau. Also haben wir auch ein paar Sachen verkauft. Also hier habe ich den Beruf hochgemacht, ne? Und auch dementsprechend dann die Legendaries hochgebastelt, was halt nicht ganz günstig war. Dann musste ich mit dem sowohl den Ruf hier auf hochballern, ne, auf 4, dass ich die 230er-Teile herstellen kann. Das habe ich, wie gesagt, erst seit heute. Und die Legendaries habe ich schon ein bisschen länger. Dafür musste ich aber tatsächlich, um die Legendaries herstellen zu können, musste ich die alte Kampagne, die hier, komplett durchballern, dass ich die neue Kampagne, Kampagnen Schritt 4, holen kann, weil nur mit Kampagnen Schritt 4 kannst du wiederum das Legendary-Ding hier lernen. Wo haben wir es? Das hier.
Und das war ein Haufen Arbeit. Ich hatte halt null Kampagnenfortschritte mit dem gemacht, musste es halt komplett durchballern. Also, und dann hier noch die Zone für die andere Fraktion. Also, das ist halt schon auch ein ziemliches Zeitinvestment gewesen, um da hochzukommen. So, ich habe mit dem ein Goldcap gehabt, ne, oder halt rübergeschickt, um zum Skillen. Jetzt haben wir die Hälfte fast rausgehauen. Das wird auf keinen Fall im Postkasten sein, weil ziemlich vieles schlichtweg einfach, im Miese-Bereich ist durch Skillen, ne? Da kriegst du halt nur einen Bruchteil von dem raus, was du reingesteckt hast, aber Long-Term werden wir Gewinn machen und ich habe beim Trans auf dem anderen Server einen Haufen von diesen Legendary-Ringen Rang 5 und 6 dem Main mitgegeben, weil die halt einfach am meisten wert waren, dass ich das Gold auf dem anderen Server krieg. Deswegen wird wahrscheinlich jetzt hier eher nicht so viel drin sein, aber ein bisschen was als Ausgleich kriegen wir bestimmt noch rein. Wenn wir 2 Millionen reinkriegen, bin ich schon zufrieden. Mal gucken, was wir hier rauskriegen. Sind 200 irgendwas Dings drin. Viel ist halt auch tatsächlich, ihr seht hier, für 1000 Gold, das sind die 200er Item-Level-Dinger. Da ist nicht viel Gewinn dran, aber da ist der Markt leider hier auf Antonidas ein bisschen am Sack. Ja? Also für viel mehr als 200, als 1000 Gold kriegst du für die Dinger leider nicht, ne? Leider. Aber es sind hier auch ein paar Legendaries dabei, ne? Hier 95k. Da waren, glaube ich, hier 100. Hier seht ihr es, 137, 105. Das meiste sind halt die 1000er Dinger. Schauen wir mal, was wir reinholen. Ah, da unten sind ein bisschen mehr Legendaries, ne? Jetzt habe ich auch nochmal alle, also ich habe heute sowohl mit dem Monk als auch mit dem hier alle 230er Items einmal hergestellt. Also ich habe komplett nochmal, oh, wir haben viel reingeholt, ne? Wir haben 4 Millionen reingeholt. Also ich hatte knapp Cap. Ich habe die Skillkosten schon fast wieder drin und ich habe auch noch was weggeschickt, ne, an den Main. Das ist jetzt eigentlich sehr gut gelaufen tatsächlich. Also ich bin immer noch nicht ganz im Plus mit dem, ne? Aber dafür, dass ich bei den Skill-Dingern richtig miese bei jedem Teil gemacht habe, ist es echt gut, ne? 4,1. Und wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile ich rübergeschickt habe. Vielleicht irgendwas 5 bis 10, ne? Aber die waren ja da bei einem Preis von 100 bis 115, 160. Das sind da bestimmt auch, also da sind 10 Teile gleich mal eine Million oder mehr, ne? Also, ja, 1,5 oder so, ne? Ich habe ja eher die teuren Sachen mitgenommen. Naja, aber das passt, ne? Also da werde ich auf jeden Fall Long-Term mit Plus machen können. Jetzt ziehen wir das mal runter. Und was ich ja auch noch rumliegen habe, ne? Ist ja immer noch die Geschichte, ich weiß, die sind nicht mehr so viel Gold wert, ne? Aber ich habe ja hier noch, die Hornbäge. Ich habe noch 16.000 Hornbäge und ich habe noch ein bisschen was auf Antonidas gelassen, ne? Aber jetzt schauen wir erstmal, was wir jetzt am liquiden Gold haben. Rechnen wir das mal hier 5.486.000 haben wir hier. Und auf dem anderen Account hatten wir wie viel? Nachdem wir das jetzt rausgenommen haben. 53.254.000. 53.204.000. Ach, keine Ahnung. So rum? Ich muss es nochmal nachgucken. Genau. Dann sind wir jetzt bei liquidem Gold von 58.740.000. Der Alligator subscribed rein. Vielen Dank und Grüße gehen raus an dich, ne? Freut mich. So, und dann sind wir tatsächlich trotzdem im Plus, obwohl ich durch den Server-Switch eigentlich miese gemacht habe und ich den kompletten Beruf oder zwei komplette Berufe, ne, ich habe sogar eigentlich drei gelevelt, aber ich habe bei zwei Berufen bei einem Beruf habe ich die Legendaries hochgehauen, bei den anderen habe ich nur die Berufe geskillt und halt die Sachen hergestellt, was jetzt schon auch Gold ist, aber jetzt nicht die paar Millionen, ne? Das Juve-Skillen, das hat halt 5 Millionen gekostet, aber die habe ich jetzt schon eigentlich wieder drin. Gut, dann haben wir aber ja zusätzlich immer noch die Dings rumliegen, wartet, die Hornbälge,
wie viel waren das? Das sind jetzt halt 16.000, ne? Und ich habe von den kleinen auch noch welche und auf dem Ding auch noch. Was, die sind jetzt halt im Value ziemlich runtergegangen. Also damit habe ich auf jeden Fall miese gemacht, ne? Jetzt setzen wir einfach mal 310 an, ne? Wahrscheinlich kann ich noch irgendwie mehr kriegen, mal die, was haben wir hier? 16.190. Ja gut, sind immer noch 5 Millionen Gold. Ich habe einige auch hier in verzauberte Hornberge umgewandelt. Und ich habe von den kleinen Hornbergen auch noch einiges, ne? Also vor allem auf dem Hexer, was ihr vorhin gesehen habt. Der hat da auch nochmal einiges. Das sind auch noch, ich glaube auf der Bank habe ich auch noch große Hornberge. Also da habe ich noch einiges rumliegen. Der hat allein nochmal 10.000 hiervon. Da nochmal ein bisschen Gold. So, jetzt kann ich noch kurz gucken, was das Item Value sagt. Also der hat ein Item Value von 2,6 im Auktionshaus. Machen wir jetzt mal Milchmädchenrechnung. Klappt das? Ne, okay, das ist zwar dumm. Okay. Sagen wir einfach, das muss jetzt nicht genau sein, 2,6. Gehen wir nochmal auf den Monk. Was hat der an... Gut, der wird nicht so viel an Item Value rumliegen haben. Aber es muss mindestens... Habe ich hier ein Item Value? 7,4. Mal gucken, was beim Monk noch drin ist. Also den, mein Crapjar, den ich euch vorhin gezeigt habe, der... Bei dem brauchst du Item Value nicht gucken, weil der hat diese irrealen Zahlen mit Transmog drin, ne? Also das ist Schwachsinn, der hat wahrscheinlich irgendwie 20 Millionen, was wird gar nicht rein, der wird wahrscheinlich 100 Millionen drin haben, weil da ein paar Teile für Goldcap drin sind. Aber die Chars, die ich jetzt gucke, die haben nur diese Craft-Sachen und die haben halt sinnige, reelle Werte, die auch so verkauft werden, ne? Da sind halt keine Mondpreise drin. Das sind halt alle diese Legendary, seht ihr, da ist jetzt nichts drin, was irgendwelche Mondpreise hat. Das sind eigentlich alle Sachen, die eher im Minus sind, blöderweise. Auf Antonidas wären sie wahrscheinlich echt tatsächlich das doppelte Wert, ne? Wahrscheinlich. Übrigens, so ein kleiner Zukunftsausblick. Ich habe jetzt noch vor, bei einem von meinen Chars, wahrscheinlich bei dem Monk, hier die Legendaries, ne, also Schmied, auf Rang 4 hochzuballern. Das wird aber scheiße teuer, ne? Also, ich rechne mal 20 Millionen. Vielleicht nicht ganz. Vielleicht sind es bei Schmied 10, 15. Und wenn ich Lederer auch noch hochmache, sind es bestimmt 20, ne? Oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Vorher hatte ich die beiden Berufe auf meinem Main abgedeckt. Jetzt habe ich die aber hier nicht mehr, weil ich den Main ja weggetranzt habe. Jetzt ist das Problem, tue ich jetzt quasi in etwa der Mitte der Addons nochmal so viel investieren oder lasse ich's? Ich weiß nicht, ob sich das amortisiert, ne? Das ist halt, ist jetzt halt die Frage. Ich müsste mir das mal durchkalkulieren. Also hier habe ich auch nochmal 8,3. Ja, wenn wir es aufrunden, dann sind wir bei 1,1. Ding, dann haben wir vielleicht hier einen Item Value von. Jetzt kann ich mich nur blamieren. 1840. 18.000. Ja, haben wir mit den Sachen vielleicht nur ein Item Value von 18.000. Den Crapture, wie gesagt, den habe ich jetzt nicht drin. Da kannst du keine reellen Zahlen sagen. Aber dann sieht es auf. Und gut, was ich halt auch noch habe. Was hatten wir gesagt? 5 Millionen für die Hornbäge. Die haben wir auch noch in Mats, ne? Bisschen mehr. Wahrscheinlich sind es 5,5, wenn ich das beim Hexer auch noch rechne. Die kleinen sind ja nicht so viel wert. Dann. Warte, wir machen jetzt einfach. Summe. Wir sind ja hier, ne? Wir sind ja skilled. Ja, gut. Also, du kannst wahrscheinlich rechnen. Ich habe die. Die 58 Millionen jetzt liquide und dann wahrscheinlich nochmal so 24, vielleicht wenn du die anderen Sachen noch mitnimmst, weiß nicht, ob das Zeug eine Million Gold wert ist bei dem Crapjar, vielleicht ist es das, ne? Es sind vielleicht 25 da nochmal drin, ne? Was ich dann in Warenwert noch rumliegen habe, also ist ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das tatsächlich für den kleinen Teil, aber an liquiden Gold haben wir auf jeden Fall plus gemacht, das freut mich. Und dann haben wir ja noch einen ganzen guten Teil an Mattgedöns, der bestimmt auch nochmal jetzt was abwirft, beziehungsweise an gecrafteten Sachen. Ich werde mir jetzt überlegen,
ob ich die Tage hier einen Haufen Gold auf Antonidas raushaue, mir ein bisschen... Wisst ihr, was eigentlich dumm war, dass ich den Hornbike mitgenommen habe, ne? Weil ich, wenn ich jetzt auf Antonidas fucking Lederer hochskill, werden halt diese 16.000 Hornbike... Das war halt saudumm. Fällt mir gerade auf, ne? Das war sau dumm. Okay, ich muss mir das überlegen. Mal schauen, was an Hornbike auf Antonidas drin ist. Ob sich das halt rentiert. Ob wir das machen sollen. Warte mal. Hornbike. Gut, ich hab den Kla... Hornbike? So rum. Okay, hier ist es. Okay, es sind 10.000 drin, ne? Ja, das muss ich mir überlegen. Vielleicht skill ich einzelne Dinger hoch und schau mal, wie die Preise sich entwickeln. Hier kann man ja auch gucken, ne? Mit den Sachen, wie da die Preiswerte sind. Das Add-on, das probiere ich jetzt so ein bisschen aus. Guck mal, ob mir das taugt, ob mir das die richtigen Werte ausspuckt. Und dann werde ich jetzt mal überlegen, ob ich damit ein bisschen weiter bastel. So weit ist es auf jeden Fall eine Zeitersparnis. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Ja, seht ihr, hier sind schon eher Sachen im Plusbereich. Die Stoffdinger, das sieht gut aus. Aber er sagt mir, dass ich nichts mehr davon im AOH habe. Das kann irgendwie nicht sein. Ich hab die heute Nachmittag alle nachgecraftet, also irgendwie. Ach nee, warte mal, das sind ja nicht die Gram-Dinger. Das ist ja. Doch. Ja, deswegen traue ich diesen Add-ons nicht so ganz, ne? Also er sagt mir jetzt, dass ich da gar nichts von Rang 5 im Auktionshaus habe. Stimmt das? Von Rang 6 habe ich auch nichts im Auktionshaus. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hier, ja, ich habe auf jeden Fall Umhang Rang 6 habe ich im Auktionshaus. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das Addon checkt das doch nicht so ganz, was ich da mal habe. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Eigentlich müsste das blicken. Ah, schaut mal. Ah, okay, das ist schon ein bisschen gefährlich, ne? Manchmal braucht das so 2-3 Mal. Aber naja. Okay, gut. Für die kleine Aufnahme soll es das gewesen sein. Wie gesagt, ich werde dann jetzt gucken, ob ich hier noch ein bisschen investiere. Und dann sehen wir uns, ja, vielleicht in einem Monat wieder, wenn es wieder heißt Goldtagebuch und ich so ein bisschen am Gold suchen bin. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.